Er sieht etwas schlapp aus, aber das bekomme ich schon wieder hin. Hey, das sagen sonst immer deine Frauen zu dir. Nein. Hier ist ganz grün. Darkness is our friend. In my gut. Guck mal, die Fliegen um dich herum. In dein Gesicht. Das ist super. Immer, was musst du denn einen ziehen lassen, bitteschön, dass du sofort so einen Fliegenschwarm um dich rum hast und so eine Giftwolke. Ja. Ich kann mich hinter der Pappe verstecken. Wie geil ist denn das? Keiner sieht mich. Es geht. Ich bin hinter der Pappe. Ich kann da einfach ganz normal raus, geil. Das blöde Tor ist zu. Sekunde, ich bring uns rein. Hey! Lutzkei! Mach das blöde Tor auf! Sag das Passwort. Das Passwort lautet... Mach das scheiß Tor auf, sonst stopp ich dir Blätter in den Rachen, steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem scheiß Teekessel! Das ist definitiv er, Leute! Mach das Tor auf! Komm schon! Vermisst also ihr feuchtes Loch. Oh, also du bist ein Mädchen, ich könnte dir ja jetzt einen Tipp geben, aber ich, ich sag da nichts zu. I've got a bad feeling about this one. Has anyone seen my dick? Time to next up. Ich rufe den Subraumpenetrator. Den was? Kommandeurin Jan Mai. Subraumpenetrator. Zur Stelle. Ich habe einen Job für Sie. Ich bin zu allem bereit. Würden Sie auch Sex während eines Parabelflugs haben? Das meinte ich jetzt nicht. Müssen Sie auch nicht. Also nicht jetzt. Nein! Böse Pflanze! Muss ich etwa meine Heckenschere holen? Oha, also das sind wirklich böse Pflanzen. Das sieht undurchdringlich aus. Na komm, hat dich jemals ein dichter Busch abgehalten? Hey, wer von uns macht hier nochmal die dreckigen Witze? Gleichberechtigung, Larry. So weit kommt es noch. Also, dann stürze ich mich in den Dschungel. Es wird ja dort keine Schlangen geben. Wie
es dir? Ich hab's eine Zeit lang mal mit echt super dämlichen Anmachsprüchen versucht, um bei den Mädels zu landen. Ja, klar. Als ob du jemals Probleme hattest, ein Date zu finden, du süßes, super heißes Ding. Also, danke, aber ehrlich gesagt, ich war auch mal ein unbeholfener Teenager. Und wie hat das mit den Sprüchen funktioniert? Tja, einerseits hat sie mir in meine Eier getreten, aber andererseits hat ihr Freund mir auch in die Eier getreten. Deine Eier laden förmlich zum Treten ein. Ha! Sie hat dich sowas von durchschaut, Baby!